die Paisley so wie mit Wachstift. Er hört genau zu, wenn es um die nächste Kollektion seiner Firma geht. Und die Frösche, die ja in der Märchenwelt als Glückstiere gelten. Denn es ist die erste Kollektion, die er mit seinem Designer entwickelt hat. Die verschiedensten Motive schmücken die neuen Handtücher, Kinderschlappen, Bademäntel. Vielfalt, die man damit erzielen kann. Norbert Vossen ist Anfang 30 und seit ein paar Wochen neuer Chef der Handtuchmarke Möwe. Einen Faible für edle Stoffe und schöne Farben hatte er schon immer. Mein ganzes Leben hatte ich immer was mit Textilien zu tun. Ich bin zwischen Bademänteln sozusagen aufgewachsen. Und schon von Anfang an habe ich auch schon bei meiner Mutter damals im Atelier mit Buntstiften gemalt, habe Stoffe angefasst, bin nach Italien gefahren mit meinen Eltern und ja, die textile Welt ist mir halt einfach schon sehr nah. Ich würde mir dann auch ganz gerne nochmal. Auch wenn sie nicht immer einfach war, die textile Welt. Vossens Vater musste mit seiner Firma Konkurs anmelden. Die Premium-Marke Möwe, die es schon seit 80 Jahren gibt, konnte er aus der Konkursmasse retten. Eine Marke, die schon immer erfolgreich war. Dass natürlich Möwe ja schon mal 1952 und 1964 die Olympischen Spiele ausgestattet hat, eben mit Bademänteln. Und da gibt es dann auch noch einen Dankesbrief vom Deutschen Schwimmerbund an Möwe für die tolle Qualität der Bademäntel. Norbert Vossen hat in Kalifornien studiert. Jetzt pendelt er zwischen Berlin und Großschönau, einem kleinen Ort an der Grenze zu Polen und Tschechien. Ein Ort mit langer Webereitradition. Hier hat die Familie Vossen ein ostdeutsches Unternehmen übernommen und modernisiert. Große Mengen an Baumwolle brauchen die Mitarbeiter täglich. Eine Herausforderung für den jungen Unternehmer, denn der Preis für den Rohstoff hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Wir müssen natürlich teilweise die erhöhten Preise auch an unsere Kunden weitergeben. Das machen wir zwar sehr, sehr ungern. Die letzte Erhöhung, die wir damals hatten, war vor 10 Jahren. Und dieses Mal im September letzten Jahres mussten wir es nochmal vollziehen, weil wir ansonsten die Erhöhung einfach nicht schlucken konnten. Inzwischen weicht Vossen auch auf andere Materialien aus. Manche Garne bestehen zu 60% aus Bambus, andere aus Seide oder Leinen. So langsam findet er seine Rolle als Chef. Berührungsängste gibt es noch. 240 Mitarbeiter arbeiten für Möwe. Viele von ihnen sind gelernte Weber, auf die er sich verlassen kann. Ohne das Know-how unserer Mitarbeiter und ohne die Technologie, die wir hier am Standort haben, könnten wir unsere hochwertigen Produkte gar nicht fertigen. Und wir beachten natürlich auch, dass wir halt ausbilden. Also wir haben immer wieder Ausbildungsplätze, um halt einfach das Know-how auch an jüngere Generationen weiterzugeben. Das Herzstück der Produktion, die Webstühle. 30 Maschinen rattern hier Tag und Nacht. Die fertigen Stoffe werden danach in riesigen Bottichen durchgefärbt, inzwischen auch mit Ökofarben. Aus den Bahnen entstehen täglich 24.000 Handtücher, etliche Bademäntel und Waschlappen. Manche Stoffe wandern auch in eine neue digitale Druckmaschine, wie dieses Handtuch für eine Pizzakette. 1 Million Euro musste der neue Chef investieren. Handtuchkollektion entwickelt für die Jahreskollektion. Wir haben hier die Möglichkeit, ganz geringe Stückzahlen zu drucken. Und das werden Sie in keiner Produktion in Europa sonst so finden. Und der Erfolg gibt uns recht. Also besonders in der Werbemittelindustrie verzeichnen wir sehr, sehr gute Aufträge, weil die natürlich auch daran interessiert sind, an den kleinen Stückzahlen. Zurück in Berlin. In seinen Geschäften möchte Vossen nur hochwertige Produkte verkaufen. Seine Hand-, Bade- und Duschtücher kosten zwischen 10 und 50 Euro. Das wird dann wieder ein bisschen kleiner, das ist dann 80 mal 1,50. Zwei Menschen spielen im Leben des jungen Unternehmers eine entscheidende Rolle. Mein Vater und eigentlich auch mein Großvater. Also das waren zwei Männer oder sind zwei Männer, die ich schon als Vorbilder habe, weil sie auch schwierige Situationen gemeistert haben
und eigentlich auch immer wie ein Stehaufmännchen wieder aufgestanden sind. Ja. Er möchte die Tradition seiner Familie fortführen und sie dann an die nächste Generation weitergeben. Denn inzwischen ist er nicht nur Geschäftsführer, sondern bald auch Familienvater.